die Einführungsrunde gefahren und habe schon gemerkt, dass ich Vibrationen im Antriebsstrang habe. Dann sagte der Patti, das könnte daran liegen, dass wir noch kalte Reifen haben. Dann habe ich die warm gefahren, so gut wie es ging im Regen. Und das ging aber nicht weg. Und dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt noch mehr kaputt machen, fahre ich lieber raus. Und dann hat es so sein sollen. Der Anfang war ganz gut, aber ich hatte Zündaussetzer. Und ich denke, bevor mehr kaputt geht und ich nicht mithalten kann, fahre ich doch lieber in die Box. Aber wie gesagt, Rennen 2, Rennen 1 war ich besser dabei und habe da die Klasse gewonnen. Und ich gehe mit dem Erfolgserlebnis nach Hause bei den Legenden. Ja, war echte Erfahrung. Also heute im Regen auf einem neuen Auto, der erste Mal auf dem Auto, erste Mal mit Regenreifen, erste Mal im Regen. Also nächstes Mal übe ich erstmal in der Badewanne. Das ist, glaube ich, gute Voraussetzung, denn hier hat aber echt Spaß gemacht. Ja, das war klasse. Also das Auto lief wie die Hölle. Sehr schmutzig geworden. Ich habe versucht, die Regenreifen überall zu kühlen, wo Wasser war. Da in Runde 4 habe ich bemerkt, dass er ein bisschen rutschig wurde auf die Regenreifen, aber danach ging es und bin sehr stolz drauf, dass die Klasse 1 Autos mir nicht auf eine Runde gesetzt haben. Ja, das war eigentlich ganz gut. Schöne Rennen und eine schöne Rennstrecke auch. Das war kein Regen für die letzte Rennen, aber mit Regenreifen. Aber das geht auch.